Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich grüße euch zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Wir sind hier immer noch dabei, versuchen eine Brücke wieder aufzurichten. Wir sind finanziell, ich will nicht sagen, in die Schieflage geraten. Im Lager ist hier nichts. Wieso nicht? Kommt jetzt das erste Mal richtig Stahl an. Das wird uns natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Geld bringen. Überlegt, ob wir dieses hier noch ein bisschen aufrüsten, dort noch ein paar mehr Anhänger mit ranpacken, denn wir brauchen Geld. Unsere Linien, insbesondere auch immer noch Linie 3 hier. Die Transportlinie funktioniert noch nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Vielleicht hätten wir doch eher in so einer großen City eine Transportlinie bauen sollen und nicht gerade in den kleinsten. Aber hier warten, nichts wartend. Ich denke, in der großen Stadt hätten wir da wahrscheinlich schon besser. Aber da es jetzt nicht so viel Minus macht, halten wir es noch ein bisschen. Halten wir uns noch ein bisschen dran fest. Im Lager, Stahl ist ein bisschen was im Lager, 42 kann. Also es läuft aktuell ganz gut. Ich weiß nicht, mit dieser Eisenbahn, ob wir die noch ein bisschen aufrüsten wollen. Ja, 56 warten hier. Also wir können, wenn wir dran denken, den Kohletransporter nächstes Mal nochmal deutlich aufrüsten. Er fährt ja auch mit 50 km/h, aber wir können auf jeden Fall packen wir nochmal, damit wir 60 kriegen, 5 nochmal ran. Wenn die denn voll sind, dann haben wir zumindest diesen einen Test auch nochmal erlebt, da mit 60 über die Brücke zu eiern. Und Güter per Schiff liefern, da versuche ich dann eigentlich das beides zu kompensieren. Dass wir hier noch einen zweiten Hafen bauen und dann mit dem Schiff einfach hier rüberfahren. Dann können wir uns nämlich die ganze... Ein neues Fahrzeug ist verfügbar. Wie schnell ist die denn? Und was kostet die vor allen Dingen? So, hier haben wir noch so von den Eisenerzen. Ja, die können wir aber für die Kohle auch benutzen. Das passt ja ganz gut. Fit 40. Hat zwar deutlich mehr Zugkraft sozusagen, also kann vielleicht ein paar mehr transportieren, ziehen an Anhängern, aber ja, so viel Sinn macht das dann wahrscheinlich auch nicht. Ja, wir müssen sehen, dass wir die Strecke hier hinkriegen. 712.000 haben wir aktuell, also wir machen ein bisschen Plus. Können wir schon mal ein bisschen weiterbauen. Ich bin aber immer kein Freund von neuen Schulden. Also bauen wir erstmal bis hier. Dann fehlt uns nicht mehr viel, dass wir hier anschließen können. Ja, das ist echt eine tolle Strecke hier. Und jetzt wird hier auch Werkzeug produziert. Und wo können wir Werkzeug? Kann man irgendwo Werkzeug verkaufen? Braucht jemand von euch Werkzeug? Braucht so eine Stadt vielleicht Werkzeug? Güterbedarf. Werkzeug. Aber wie sollen wir das hier hinkriegen? Für die Stadt. Reicht da sozusagen so ein Bahnhof, der dann irgendwo anschließt und da Werkzeug hinbringt? Das habe ich bisher noch nicht genau verstanden, wie ich die Städte gut versorgen kann. Ich weiß nur echt, dass wir die blödste Stadt mit dem Verkehrsnetz gemacht haben hier. Macht auch immer noch Minus. Macht auch eher mehr Minus als weniger Minus. Aber der erste hier hinten wartet einer. Also es könnte... Vielleicht ist es der erste Weg hier zu einer gewinnbringenden Linie. Aber hier ist der Zug gerade und 5 mehr passen da auf jeden Fall auch von der Länge ran. Und hier sind immer noch 30 wartend. Also das passt schon. Das können wir machen. Wir müssen gleich sehen, wenn der beim Bahnhof angekommen ist, abgeleert hat die Kohle, bringen wir ihn einmal schnell ins Depot und packen da noch genau 5 Anhänger dran, sofern wir uns die leisten können. Offener Güterwagen, Kohle, kaufen. Das kostet einer. Jetzt müssen wir 125.000, oh. Wir brauchen davon auf jeden Fall 5 Stück. Also nur einen leisten.
Dann haben wir 4. Immerhin schon mal, ne? Immerhin schon mal 4. Aber mit Glück bringt der die erste Ladung Stahl schon mal darüber. Hier wartet auch immer noch ein bisschen Stahl. Das wollen wir dann aber hier rüber transportieren. Ich hoffe, das geht. So Umschlagslager. Wahrscheinlich geht's gar nicht, ne? Oder es gibt noch irgendwo so ein, weiß nicht, so eine Art Lager. Straßenmodifizierungstool. Achso, da kann man Straßen mit upgraden. Aufrüsten, Straßen. Aber wir haben kein Geld. Macht immer noch minus die Linie. Was ist denn da los? So, wann kommt denn die Stahlladung an? Also hier wartet mehr als genug mittlerweile. 45 hier. Auch da hätte man für eine Fahrt mal wieder ein bisschen aufrüsten können. Aber meistens fängt es dann wieder bei 0 an manchmal. Ne? Und das ist natürlich blöd. Stahl richtig viel. Hier haben wir noch eine Trasse frei. Und da wollen wir noch anschließen. Da kommt der erste Zug. 94, 95.000. Ach, so viel Geld brachte ich da gar nicht. Produktion, Obergrenze, Potenzial, Bedarf im Lager. Die arbeitet auf jeden Fall ganz gut. Immerhin etwas. So, noch kurz ein bisschen langsamer, aber wenn er gleich da ist, müssen wir ihn einmal ins Depot schicken. Sobald das Geld da ist. Ach, fahr erstmal raus. Dann müssen wir hier, dann können wir wechseln sozusagen auf die überliegenden Gleis, also drehen. Und dann kommen wir auch zum Depot. Weil hier fehlt sozusagen so ein Anschlussgleis. Und dann müssen wir den auch anhalten wahrscheinlich gleich. Und dann hat der andere Zug nämlich erstmal Vorrang. So, erstmal kurz anhalten. Wo ist der andere? Ja genau, sonst wäre er nämlich gleich da ins Depot schicken. Bisschen voranfahren kann er ja schon. Ach nee, und er wartet auf freien Weg. Okay, das funktioniert. Er wartet auf einen freien Weg. Dieses eine Schienensymbol, vielleicht hat ihm das schon. Reicht ihm das schon. Gut, wir haben wieder Geld gekriegt. Reicht, dass wir uns jetzt nochmal so einen weiteren offenen Güterwagen kaufen können. Damit wir zumindest den nächsten, die Brücke, dem nächsten Belastungsstand da unterwerfen können. So, Weg ist frei. Mach die vom Acker hier. Und wir haben jetzt auch gleich genug Geld, um die Schienenstrecke hier abzuschließen. Wie weit denn? Na, wahrscheinlich bis zum nächsten Symbol so ungefähr. So, 10 Jahre haben wir jetzt noch Zeit. Also wir sind, würde ich behaupten, noch einigermaßen ganz gut im Rennen. Kann man sich auch einreden, ne? Hier liegt so verdammt viel Stahl. Aber wir wollen ja auch Stahl liefern, 100 zur Baustelle, damit unsere Brücke ein bisschen gebaut wird. Machen wir auch gleich. Aber erstmal werden wir das hier noch alles dem Zug zuweisen. 5 Stück. Gucken, ob das auch alles geht. So, und abfahren wir. Die Linie 2. Hat er jetzt hier hinten alle Kohle wieder abtransportiert eigentlich oder liegt das alles noch da? Ne, das liegt alles noch da. Das ist perfekt. Das reicht für den Belastungstest 2 der Brücke. So, 452.000
reicht dann auch gleich, um hier das Stück abzuschließen vom Bau her. Halte die Produktion noch 5 Monate aufrecht, damit sich die Industrie vergrößert. Okay. Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant. Vergrößern sich automatisch, wenn wir sie laufen. Keine Vergrößerung geplant. Nö, okay. Musst du auch nicht zwingend. Wir müssen aber mal wieder ein Stück bauen hier. Nip, nip. Ein neues Fahrzeug ist ausgefügt. Abteilwagen, okay. Guck mal, das kostet ja auch gar nicht so viel. Aber wir kriegen das nicht miteinander verbunden, ne? Nochmal so weichenmäßig. Nein, ist nicht richtig, oder? Doch, ist richtig. Ah, nee, ist hier nicht richtig. Nein, das macht auch keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Gut, wir können jetzt Stahl unten hinliefern, zumindest so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was kaufen wir uns dafür. Wir gehen mal wieder ins Depot. Ich weiß nämlich nicht, ob es geht. Zu kaufen. Was fährt die? 30. Nein, Quatsch. Geschwindigkeit 50, 45, 50. Also das ist die wir auch immer nutzen. Die kostet 388.000. Können wir uns aktuell gar nicht leisten. Kredit aufnehmen als Tipp. Das ist ein ganz toller, hervorragender Tipp. Wir wollen uns aber nicht groß verschulden. Könnt ihr vergessen. Was macht unsere Passagierlinie hier? Läuft immer noch im Minus. Hier wartet immerhin schon mal einer zwischendurch. Aber es warten noch zu wenige Leute. Ja, das war ungeschickt. Also hier, glaube ich, ne, würden wir viel besser eine Linie hinkriegen. Livingston Machine Factory, was? Versuche, mehr Eiseneinheiten abzutransportieren. Ach ne, das ist hier die... Werkzeuge irgendwie zu verkaufen. Haben wir aktuell gar nicht. Wüsste auch nicht, wie wir das noch anschließen sollen. Da haben wir kein Geld für. Wird schon Sinn machen. Weil hier sind richtig viel Werkzeug im Lager. Wenn wir das hier hinbringen, einfach sozusagen hier anliefern, kann Livingston wachsen. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Wir laufen mal gerade so aktuell im Plus. Und Stahl ist gleich mehr als voll hier. Wir müssen noch mehr Stahl abtransportieren. Eindeutig zu viel Stahl. Aber gut, 321.000. Wir haben bald Geld für die Lok. Was kostet uns wohl ein Schiff? Ach, wir haben noch gar keinen Dock. Das bauen wir bestimmt auch, ne? Aber das kostet nicht so viel. Ist das irgendwie besonders? Wie muss es denn außerhalb befahrbaren Gewässers? Ja, okay, war falsch rum. So muss das. Schiffe kaufen. Was gibt's denn Schönes? 218.000. Was kann so ein Schiff transportieren? Ladegewicht 20 Stück. Auch 20 Stück. Naja, das ist ein Passagier. Nee, oder? Baumstämme. So, wir brauchen ja einen mit Stahl. Was wäre so einer hier? Wilhelm 1. Zoroaster. Rohöl, Öl, Treibstoff.
Und der kann eine Handvoll Passagiere transportieren. Also wenn es ist so einer und so einer kostet 187.000. Wir haben gerade richtig Geld gekriegt. Es ist gerade eine Ladung Kohle angekommen. Eine große. Sehr schön. Fahre mit einer Gesamtheit von mindestens 60 Einheiten über die Testbrücke, bevor die Tests abgeschlossen sind. Ach so, das haben wir schon. Ja, das haben die Tests haben wir ja schon abgeschlossen vorhin. Wir hätten die Tests nicht so früh machen sollen. Wir hätten nicht so früh auf der Brücke anhalten sollen. Gut, hinterher ist man meistens klüger, ne? Dumm gelaufen. Aber wir machen auf jeden Fall Plus. Wir kaufen uns jetzt erstmal nochmal eine Lok. So eine Standard, die wir hier die ganze Zeit nutzen. Kaufen uns dann so ein paar Waggons, wo wir ein bisschen Stahl mit transportieren können. Hier 1, 2, 3. 3 reichen, oder? Jetzt können wir immer 15 transportieren. Ah, machen wir 4. Nee, ist zu teuer. Stimmt. 3 ist gut. Neue Linie. Immer noch 5000 minus mit unserer Transportlinie. So, Ost. Hier hin. Und du sollst auf jeden Fall Stahl mitnehmen. Alle Fahrzeuge ins Depot schicken, alle Fahrzeuge ins Depot schicken und bei Ankunft verkaufen. Linie löschen. Nein, macht keinen Sinn. Linie zuweisen, Linie 4. So, mal gucken, ob er es hinkriegt, weil es ist ja ein bisschen schwierig und kommen da jetzt rüber, ne? Wir haben noch 8 Jahre Zeit. Die Zeit rennt uns echt davon. Die Zeit rast ja förmlich. Ja, genau, kein Weg. Dann können wir jetzt sagen, du sollst erstmal hier hinfahren. Ach nee, können wir nicht. Wird eingesetzt, um die Wegführung einer Linie zu kontrollieren. Kann wie eine Haltestelle eine Linie hinzugefügt werden? So, okay. Fahrtsignal wird eingesetzt, um den Schienenverkehr zu regeln. Wahlweise als ein Bahnsignal. Wie kann man das denn wählen? Ja, genau, es fährt ein Stück weiter. Aber jetzt ist die Strecke bis dahin ja frei. Wir wollen ihn ja eigentlich nur wenden lassen und dann kriegt er die andere Linie wieder. So. Alle Linie. Anhalten. Einmal wenden. Jetzt nehmen wir eine andere Linie und weisen ihm wieder Linie 4 zu. Ne, hier, Linie 4, so. Sind wir gespannt. Und weiterfahren. Soll nämlich hier drüben rüberfahren und sich ein bisschen Eisen aufladen. Fast kein Geld mehr. Ein richtiges kleines Eisenbahnnetz hier. Das wird ja spannend später wahrscheinlich bei den anderen größeren Karten, wo man ein bisschen mehr zu tun hat. Viel zu viel Stahl. Nach wie vor haben wir ein leichtes Stahlproblem. Wir werden gucken, ob wir das in der nächsten Folge gelöst kriegen. Denn für heute war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ihr bleibt dabei und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und tschüss.